Hallo Teddy, machst du gemütlich, ja? Kann man dich irgendwie öffnen? Ist da irgendwas? Was zur Hölle? Dem läuft der Sabber aus dem Mund. Und er hat keine Ohren mehr. Ein ohrenloser Teddy. Ich geh lieber mal hier rein. Geht das Spielzimmer noch weiter? Schubkarre, Käfige, alles versperrt. Risse in den Wänden. Das fällt einfach von oben runter. Ach so. Was ist das? Was? Irgendwas stimmt mit ihr nicht. Ja. Ja. Wem sagst du das? Danke für die Botschaft, aber irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Ich meine, der scheiß Stuhl steckt in der Decke. Wo gibt's sowas? Wer hat das Licht ausgemacht? Ich meine die Türe zugemacht. Wer nur? Lasst uns das herausfinden. Hallo? Keiner da. Was? Was? Hey! Hallo! Bleib fort! Was war das? Ich will doch nur reden! Das sieht auch echt sehr seltsam aus. Ein Sessel mit irgendwelchen Chemikalien. Das hat sich angehört wie ein kleines Mädchen. Gas! Wow! X-Paul 200, danke für deine Spende. Hier für dich eine kleine Spende. Ich hoffe, du wirst erfolgreich. Ja, jetzt habe ich ein Herz, Kasper. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall erfolgreich. Scheiß Ball, Alter, ja, wirklich alles Sound. Hallo? In der Ecke ist niemand, hinter der Tür auch niemand. Das ist ein Bettchen. Aber wer wohnt hier? Bist du hinter dieser Decke? Nein. Schau an. Hallo? Bist du hier? Ein Puppenhaus. Da ist sogar was drin. Ein Zettel. Hä? Was zur Hölle? Muss ich das jetzt verstehen? Lass mal gucken. Hier ist... Ah, warte mal. Ist das das Zimmer? Das Bett ist in der Mitte. Und das Häuschen steht so, also gut. Wenn das das Zimmer ist, dann muss in der Mitte irgendwas sein. Hier ist ein Riss. Aber ich kann hier nichts machen. Es ist auf jeden Fall hier irgendwo ein Knopf oder sowas. Also, es gibt hier eine Tür.
Aber wie öffnet man es? Also, das ist ganz sicher ein Durchgang, aber wie öffnet man ihn? Vielleicht doch irgendwas hier unten? Nein. Gibt's einen Knopf am Bett oder sowas? Das ist definitiv ein Kinderbett. Ich meine, es ist ein scheiß Piratenschiff auf der Bettdecke. Ich kann hier Luftzug spüren, auf jeden Fall. Also sehen. Also so einen Lichtschein durchsehen. Aber wie öffne ich es? Vielleicht muss ich es kaputt machen. Okay. Das war schon mal richtig. Was zur Hölle? Hallo? Lebst du noch? Dein Essen hast du auf jeden Fall nicht angerührt. Nein, 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 nein. Warte. Ich schaue mich erstmal um, ob es hier noch irgendwas anderes gibt, bevor ich dir die Hand klaue. Oder die Hand geb. Ah, was steht denn auf dem Arm? D002. Das ist das, was ich suche. Okay. Oh mein Gott. Ich schätze, das ist er. Nein! Nein! Hey! Bleib stehen! Wo ist sie hin? Gott, warum ist das ganze Zimmer plötzlich bemalt? Fuck you! Brennen um das Stück! Scheiße, das macht dem gar nichts aus! Nein! 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 Ah. Puh. Kommt da noch mehr? Ich will nicht irgendwie gegen alle kämpfen. Hallo? Oh nein, oh nein. Da kommen sie raus aus dem schwarzen Zeug. Da kommen sie immer raus. Ja, sag ich doch. Weg, 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 weg. Die Tür zu. Wir haben eigentlich, was wir wollten. Hauen wir einfach ab. Ja, schon wieder ein. Oh! Mach mal Türe zu. Tschüss. Ich nehme die Lampe weg, dann kommst du erst recht nicht raus. Okay. So, waren wir überall? Nö. Doch. Saloon, Kinderzimmer. Kontaminierter Raum. Zimmer für den Hausrest. Hausrest? Hm. Komisch. Das hört sich echt komisch an. Warum komme ich nicht... Achso. Esszimmer, Wohnzimmer. Eingangszimmer. Ja, das alte Haus ist fertig. Alles erforscht. Und jetzt, was fehlt mir noch? Gehirn. Das hat aber, ja. Zoe. Ach komm schon, Zoe. Jetzt. Treffen wir uns. Hast du ihn gefunden? Ja, ich hab ihn.
Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Wird schon klappen. Wenn wir es hergestellt haben, können wir hier raus. Gemeinsam. Ich warte im Wohnwagen auf dich. Okay. Ah, okay. Im Wohnwagen. Das ist ja gleich hier um die Ecke. Sehr gut. Da waren wir schon. Da muss ich wieder hier runter. Zack. Hat das jetzt Energie abgezogen? Ja. Hallo. Geht doch. Ab in den Wohnwagen. Ab in den Wohnwagen. So. Wo bist du? Hä? Wo bist du? Ich dachte, wir treffen uns hier. Wo zur Hölle bist du? Ach, ist auch egal. Wir brauchen nur noch den Kopf und den hast du. Und das wird mir und mir helfen. Hey, Kumpel! Ich dachte, du solltest wissen, dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe. Sie und Mia sind hier bei mir. Und sie leisten einander Gesellschaft. Lass sie doch beide gehen. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein! Das ist familienintern, Ethan. Und nicht deine Sorge. Verstanden? Also, wenn du den Kopf haben willst, kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen und ich gebe ihn dir. Aber nur, wenn du an einer kleinen Aktivität teilnimmst, die ich vorbereitet habe, nur für dich. Welche Aktivität? Oh, oh, oh. Du bist schon ganz scharf drauf, aber keine Sorge, die läuft ja nicht weg. Als allererstes hätte ich gerne Partner, dass du für mich einen Blick in den Kühlschrank dort im Wohnwagen wirfst. Leck mich! Oh, komm schon, sei doch nicht so. Du willst doch ein bisschen Spaß haben, oder? Jetzt schau in den Kühlschrank. Schau in den Kühlschrank. Wo ist der Kühlschrank? Hier. Oh, Scheiße. Das ist der Kopf. Das Schwein wartet im Zerlegraum auf dich, Miststück. Alter, was ist das denn für eine kranke Scheiße? Okay, ach nee. Okay, dann gehen wir den bösen, bösen Bruder töten. Also den Sohn, besser gesagt. Nicht den Bruder, das sind ja nicht verwandt oder so. Ich lasse das mal hier, ich glaube, das brauche ich jetzt nicht. Obwohl, warte mal. Das nehme ich auf jeden Fall mit, das ist der nächste Boss. Was macht er? Trifft Objekt, verstellbar. Ja, okay, das brauche ich nicht. So, zwei Tränke stelle ich her. Dann nehme ich die Schrotflinte mit. Ja. Schrotflintenmunition. Ja. Da geht's weiter. So. Das machen wir wieder rein. Sehr gut. Jetzt haben wir hier eine ganze Reihe und eins. Gut.
Ja, ich habe die stärkere Pistole weggepackt, weil ich keine Munition habe für die stärkere.